Ein herzliches Hallo und willkommen zurück bei der nächsten Folge Parkitect, meine Damen und Herren. Wir bauen weiter. Wir machen weiter. Es wird weiter gehen. Ich habe mich erstmal gegen die Transportbahn entschieden, weil die muss ich leider im Kreis bauen und das wird sehr teuer. Ich habe eine Monorail zwar und eine Miniatureisenbahn mittlerweile, aber das lassen wir erstmal noch. So, wir machen erstmal das, also wird trotzdem noch eine gerade erforscht, glaube ich. Aktuell dabei Dampfschiffe. Okay, ich verstehe es nicht, irgendwas wird gemacht. Ich weiß aber nicht was. Wir bauen die letzte Attraktion, die wir noch nicht haben, also von den aufregenden, und zwar ist es der Power Surge. Und da habe ich gesehen, es gibt ein Lab und ein Lab würde das sehr gut hierhin passen. Ne? Desvasion? Würde ich behaupten, bauen wir das Lab hier oben mit hin. So, das schwebt erstmal, aber keine Angst, wir werden es, also das Drain werden wir erhöhen. Kann ich leider nicht drunter, doch ich kann drunter gucken. Roger ist. Naja, das ist hier ungeil. Weil da muss auf jeden Fall der Weg lang. Ja gut, dass das hier unten drunter. Könnte man auch so bauen, ne? Also, okay, das ist hier. Das ist nicht geil. Aber das kann man ruhig so bauen. Finde ich gar nicht schlecht. Wie gesagt, das hier auf jeden Fall runtersetzen. Echt mal gucken, dass man da vielleicht in der Mitte noch das Ganze runtersetzt. Hier kann man ja schon wieder hochgehen. Das ist ja weniger ein Problem. Muss ich halt nur gucken, dass das hier irgendwie ausgeglichen bleibt. Dass ich da mit dem Weg noch so entspannt langkomme. Aber das geht eigentlich auch. So, müsste eigentlich passen. Wir schließen erstmal das Ding hier an. Ah, ist ja schnell gemacht. So, mal kurz das. Hallo? Wieso kann ich den Pinsel nicht nehmen? Ich kann echt den Pinsel nicht nehmen. Naja, das ist leider nicht die Farbe, die ich gerne hätte. Ja, das war auch verkehrt. Pipetto. This one. Habe ich das genommen jetzt? Okay. Haben wir. Gibt es denn irgendwelche krassen... Was habe ich denn hier eigentlich genommen? Ach, hier habe ich auch noch gar keine. Ah, was habe ich denn hier für Zäune? Das... Okay, das sieht doch nicht geil aus. Ich mache das doch nochmal runter. I don't have enough money. Achso, erstmal machen wir das Ding an. Das war hoffentlich neue... Besucher kriegen. Geht zwar gerade wieder ein bisschen hoch, aber wir sind trotzdem noch bei 600. Was ist denn hier los? Mit dem Zaun hier. Hallo? I don't have enough money. So, schön abgeschottet hier. Da geht auch nochmal was hin. Obwohl, das ist eigentlich sogar Quatsch. Genauso wie das eigentlich Quatsch ist.
Aber egal. Ja, das ist ja eh nur Spielerei hier, ne? Das ist auch überhaupt gar nicht das, was ich wollte. Gibt's denn, was ist denn das hier überhaupt? Also, ist das einfach nur eine Bodenplatte? Okay. Einfach nur eine Bodenplatte. Na gut. So, Pinsel geht mal weg. Was ist da eigentlich mit dem Baum? Wieso steht denn der in der Luft? Das ist hier auch richtiger Quatsch, ne? Das wissen wir hoffentlich. Ja. Viele deiner Gäste beschweren sich über Müll. Übrigens, ich habe ein Riesenproblem. Nein, es sind nicht wieder... Oh, es sind wieder Vandalen in diesem Scheißpark. Das ist unfassbar, wie viele Vandalismusgruppen hier vorbeikommen. Oh, es ist wieder alles im Eimer. Oh. Also das ist wirklich ein bisschen übertrieben. Weil du bist, oder ich bin, auch wenn ich jetzt ja eigentlich das Spiel hab nur laufen lassen, nur damit beschäftigt, diese Vandalengruppen zu erledigen. Ich habe jetzt sogar schon einen zweiten Sicherheitsmann eingestellt. Aber auch der bringt einfach gar keinen Erfolg. Das heißt, ich bin immer selber hier am Suchen nach den Vandalengruppen. Na? Und bin nebenbei schön am Reparieren. Das ist eine ganz grauenvolle Arbeit, sage ich euch. Also das hat ungefähr 90% meiner Spielzeit ausgemacht. Jetzt die zwischen dieser und der letzten Folge, also letzte Woche war. So. Also ist ja nicht nur das Schlimme, dass ich jetzt hier alles ja aufbauen muss. Dass ich die Vandalen finden muss. Sondern ich muss dann auch alles wieder reinigen lassen. Also das kommt ja auch noch dazu. Und außerdem weiß ich immer nicht, ob ich jetzt hier die richtigen Sachen setze. Weil es unterscheiden sich ja doch ein paar Stile. Ist einfach alles im Arsch. Deswegen kann es sein, dass es hier so ein bisschen gemischt mittlerweile ist. So, ich hoffe, dass diese blöden Vandalengruppen... Also diese Gruppe, wir sind es ja noch zwei... Ja, ich hoffe, die finden wir. Ja. Ganz großartig. Wirklich, ich hasse das. Das ist so eine Kackarbeit. Beim besten Fall, wenn du jetzt hier vorne alles repariert hast, oder hier hinten, fängst du vorne wieder an. Na? Na, geht gerade. So, das heißt, ich werde jetzt in diesem Modus warten, bis die nächste Sache kaputt geht. Lieferengpässe bei Zucker. So, zwei sind noch da. Also, wir gucken, wo die nächste Sache kaputt geht. Dann werden wir schnell dorthin gehen, es reparieren und hoffentlich auch den Vandalen finden. Die kommen halt auch einfach viel zu häufig. Diese Gruppen. Also ich hatte jetzt, glaube ich, mittlerweile, das ist die vierte Gruppe, die ich jetzt hier bearbeite. Oder abarbeite. So, da ist wieder was kaputt. Also hier haben wir irgendwo einen... Meistens erkennt man die sogar relativ schnell. Da ist wieder was kaputt. Ja gut, okay. Der stand auch direkt daneben. Ach, sehr gut. Und unser Safety Boy hat ihn tatsächlich auch mal erwischt. Sehr gut. So, der ist weg. Und wenn einer nur noch übrig ist, der geht dann immer automatisch. Das ist zum Glück ein Vorteil. So, jetzt heißt es dann noch... wandert umher. Den Müll wieder loswerden.
Leonard Öffmann. Achso, sorry, du warst noch beschäftigt. Sorry, du warst wieder beschäftigt. Da lag aber auch viel Müll rum. Ja, das sind wie gesagt die Ausläufer von dem, dass die Mülleimer hier kaputt gemacht wurden. So, ich habe tatsächlich gar nicht mitbekommen, dass schon wieder Vandalen bei mir im Park waren. So, was läuft denn gerade noch? Lieferengpässe und negative... Ja, okay. Negative Nachrichten. So, Rest sieht aber gut aus. Park sauber. So, dann schalten wir alles an. Und gucken, dass wir Geld machen. So, was war das letzte? Dampfschiffe. Ach ja, okay. Große Boote folgen unter Wasser angebrachten Führungsschienen entlang eines festgelegten Pfades. Gäste schauen sich um und überlegen sich, was sie als nächstes machen können, während sie... Was? Parawatt? Paranormale Aktivitäten betreiben. Gut, dann werden wir jetzt einen See... Ja. Wir werden einen See machen. Wasser. Oh Gott. Der wird groß. So, es sieht nicht wirklich schön aus, gebe ich zu. Soll aber auch erstmal nur... oberflächlich so ein bisschen gut aussehen. So, wir müssen trotzdem auch noch ein bisschen... Obwohl... ganz kurz überlegen, wie ich es bauen will. Ich habe schwer kein Geld. Hör mir doch auf. So, wir werden hier gleich... Also hier werden wir auf jeden Fall eine Rundstrecke machen. Don't have enough money. Die Enterprise wurde abgeschlossen. Das müsste hier was sein. Genau. Ach, ich würde das gerne irgendwie markieren. Dass ich das halt noch nicht habe. Ach, scheiße. Wassertraktion habe ich auch noch nicht. Wasserfahrgeschäfte. Das machen wir wieder als nächstes. So, dann werden wir schon mal den Weg erweitern. So, ich hätte hier nämlich gerne... einen Einstieg für diese Wasserdings. Kann ich das einfach schon mal setzen? Es kostet zum Glück nur 1200. Okay, das geht definitiv schon mal nicht so schnell, wie ich es mir vorstellen oder wünschen würde. So, ich würde nämlich hier so eine kleine Rundbahn bauen. Und hier hinten können wir dann Wasserfahrgeschäfte. Ich weiß nicht, was da entwickelt wird. Da müssen wir uns mal angucken. Ah, ist halt nicht der größte See, aber naja, besser als gar nichts. Man sieht halt auch noch so ein paar Sachen, ne? Ganz so schön sind. So.
sieht's doch mal ein bisschen anders aus. Kann man mitarbeiten. So, immer noch Lieferengpässe, Mangel an Ersatzteilen. Werden wir natürlich alles noch wieder in schön bauen. So, ich will erstmal das hier setzen. Also den, ich sag mal, Blueprint 52. Frage ist, wie muss denn das aufgebaut werden? Muss auf Wasser. Aus einer Höhle. Dies muss auf Wasser platziert werden. Muss auf Wasser platzieren. Ich verstehe es nicht. Das Wasser muss auf einer 0,5er Höhe platziert sein. Aha. Ah, okay. Dann machen wir es so. Okay, wow, was man alles achten muss. Ah, jetzt geht's auch. Okay. Gut, jetzt hatte ich gerade kurz kein Geld. Ach, ich habe schon mal kein Geld. Leute. Kann man das überhaupt hoch und runter bauen? Geht das so? Komm, gib mir Money. Gib mir Money. Ach, ich habe schon mal kein Geld. Naja, okay, was ist denn das hier? Eingang, kann man schon mal setzen. Ausgang, kann man auch schon mal setzen. Geht dann auch direkt ans Wasser, sehr gut. Schon wieder kein Geld. Schon wieder kein... Ach, schon wieder Minus. Naja, gut. Aufregung sehr niedrig, niedrig. So, jetzt haben wir ja kein Geld. Was? Beitrag in was? Fahrchef wird für eine Weile mehr Besucher haben. Sehr gut. Das sind doch mal Sachen, die ich sehr gerne höre. Jetzt habe ich aber kein Geld. Oh, Alter, minus 500. Wow. Das war jetzt aber ein krasser Minusbetrag. Muss das immer... Tretboot habe ich freigeschaltet. Genau, auf sowas habe ich nämlich gehofft. Muss das immer auf Wasser sein? So, jetzt haben wir ja kein Geld. Bauen. So, wieder kurz warten. So, ich habe wieder kein Geld. Oh, keine Ahnung, ob das wirklich Knete macht hier, das Teil. Ach, da geht's durch den Berg durch. Okay, das sieht auch
schlimm aus. So, jetzt müsste ich es aber eigentlich gleich haben. So, actionmäßig schlimm, ne? Ganz schlimm. Keine Ahnung, ob das wirklich erfolgreich wird, das Ding hier. Ja, ja. Die Sachen kommen. Achso, ich habe kein Geld. Steht da was? Ja. Tja, was machen wir denn hier? Erde. Erde ist okay. Ja, ich habe kein Geld, sorry. $48. So. Was ist das? Oh, ah, oh, shit. So. Neueste Attraktionen. Wie gesagt, super unspannend, finde ich. Zwar jetzt hier auch noch nicht ganz so viel passiert auf der Hütte. Gut, gehen aber Leute trotzdem rein. Mal gucken, dass wir hier irgendwie Leute bei Laune halten. Mit neuen Attraktionen. Also das ist jetzt hier natürlich nicht das Nonplusultra. Mülleimer. Also ich sag mir immer, Hauptsache keine weiteren Vandalen. Das wird auch nicht angenommen, oder? Wollen wirklich Leute Dampfschiff fahren? Krass. Kann man eigentlich sagen, dazwischen? Höchstwartezeit. Kommen wirklich Leute hier rein? Das ist Wahnsinn. Hätte ich gar nicht für möglich gehalten. Nee, das war auf jeden Fall nicht die Mindestwartezeit von einer Minute. Mindestwartezeit 15. So, wir machen es mal so. Warten, bis es voll ist. Das sieht aber tatsächlich schön aus nachts, ne? I like it. I really, really like it. So, und hier vorne oder irgendwo, müssen wir mal gucken. Ach Gott, Alter. $800 für Tretboote. $800. Ich war ja ernst. Scheiße. Gott, ist das teuer. Was ist, wenn ich so einen Castle Tower... Also mal davon abgesehen, dass ich mir nicht leisten kann. Castle War Plaza... Ich habe übrigens auch schon diverseste Blueprints gesehen. Im Workshop. Also da wird definitiv noch ein bisschen was dazukommen. Auch an Dekoration. Weil da sind echt super geile Sachen dabei. Das hier gefällt mir übrigens auch. Aber da werde ich mir demnächst mal ein paar neue runterladen. Ein paar neue Blueprints. Ah, okay, das geht auf jeden Fall nicht. Nochmal 45. Wie lange dauert denn eine Durchfahrt? Ich meine, gut, stimmt. Ich kann eigentlich auch
einfach das Ganze auf 3 verteilen. Bootsthemenfahrt ist jetzt abgeschlossen. Ah, das ist doch genau derselbe Quark. Ah, wobei, das sind so eine Dinger. Ah, okay, damit kann ich super leben. So, 45. Schafft ihr es jetzt, auszusteigen? Nee, hör auf. Aber es geht. Ja. Ja, müssen wir irgendwann mal dekorieren. So, wir machen erstmal Schluss. Ich werde noch ein kleines bisschen Geld ansparen und dann sehen wir uns morgen wieder. Dann werden wir die Tretboote machen. Ja, wir müssen unbedingt super viel Geld irgendwie zusammenkriegen. Das wird spaßig. So, das hier ist übrigens jetzt sinnfrei geworden. Wobei, eigentlich noch nicht. Eigentlich noch nicht. Muss ich nur darauf achten, dass ich das dann halbwegs richtig baue. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Gut, okay. Dann verabscheue ich mich und sage ciao, tschüss. Bis morgen.